Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder einen Zuschauerwunsch und zwar vom guten Krizo. Spricht man das so aus? Oder Krizo? Auf jeden Fall von dir. Und ihr seht es gerade schön im Bildschirm. Es ist Space Ace. Ja, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor, weil es ist ja auch auf meiner Flop 10 Super Nintendo Spielliste aufgetaucht und da habe ich ja so schon ein paar Spielszenen oder eine kurze aufgenommen und ihr wisst gar nicht, wie frustrierend das war, diese kurze Spielszene aufzunehmen. Das Spiel ist einfach sau hart und ihr seht es ja auch schon am Cover. 14 Lunatic Levels oder auf Lunatic blablabla. Jedenfalls verrückte Level erwarten euch. Oder die euch verrückt machen. Und genau so ist es. Ja, Freunde. Ich werde wahrscheinlich nicht weit kommen. Das Video wird wahrscheinlich auch nicht so wirklich lange dauern, befürchte ich. Weil ich glaube, ich komme nicht weit. Ja, Space Ace, mal ein bisschen um zur Historie zu kommen. Anfang der 80er Jahre gab es da den Arcade-Automat Drangslayer. Da hat man hier gerade schon so im Intro andeutungsweise gesehen. Das war im Prinzip von der Grafik her sehr schön, weil es im Prinzip ein Zeichentrickfilm war. Und heutzutage würde man sagen, dazwischen waren halt so Quicktime-Events, wo man halt schnell Tasten drücken musste und so weiter zum Ausweichen. Sonst kam halt die Todesszene abgespielt. Deswegen war es im Prinzip für die damaligen schwachen Arcade-Automaten quasi schaffbar, weil im Prinzip nur die Steuerungsabfrage gemacht werden musste und halt die entsprechende folgende Videosequenz abgespielt werden musste, also entweder Erfolg oder Misserfolg. Und danach erschien dieses Space Ace, was dann quasi, ja, Drangslayer, wie der Name schon sagt, das ist so ein bisschen Fantasy-mäßig und das hat dann das Ganze quasi ins Science-Fiction-mäßige geschickt. Ja, und irgendwann in den 90ern hat man sich entschieden, machen wir eine Super Nintendo-Version davon. Ist, spielt sich natürlich anders als die. Aber wollen wir mal rein. Okay, so. Da ist der Fiese. Ja, okay. Ja, das hatte ich schon, als ich denn diese Spielszenen dann macht. Also man muss es wirklich auswendig lernen. Es ist so, ein Treffer, du bist weg. Und die Steuerung, man sieht vielleicht, der Held, der bewegt sich auch nicht gerade sehr schnell. So, einmal da, einmal da, einmal da und ich glaube, okay, gut, ne? Okay, also einmal links, dabei, okay. Also man muss es sich genau merken. Und, ah! So, einmal. Ach, ich bin da. Aber ich hab die Strahl doch gar nicht berührt. Also man kann eigentlich theoretisch springen, aber das hilft eigentlich nicht gegen den Laserstrahl. Das ist das Problem. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Okay, und jetzt hier runter. Also muss ich weiter unten. Ey, ihr seht, das ist... Und diese Steuerung, man sieht es ja schon. Er ist sehr langsam. Wie gesagt, es wird kein langes Video, glaube ich. Boah, ey. Okay. So, links. Rechts. Ach, unten. Also ich bleibe am besten rechts unten, um dann nach oben zu gehen, wenn er fliegt. Game over. Am ersten Bildschirm. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und oh mein Gott, der kriegt da wirklich gar nichts gebacken. Das kann man sich doch auswendig lernen. Ja, aber es ist was anderes, wenn man noch nebenbei labert, glaubt mir. Das ist zwar immer so die grundsätzliche Killer-Ausrede, aber das ist diesmal wirklich so. So, was haben wir gesagt? Unten rechts. Und wie gesagt, er bewegt sich halt sehr langsam. Man kann halt springen, ne? Wie man sieht, ist halt sehr sperrig. Also perspektivisch? Also zählt das Sprite im Ganzen und nicht perspektivisch? Interessant. Interessant. So. Und... So. Ich darf den auch nicht berühren. Oh. Also wer denkt sich so einen Scheiß aus? Blub.
So. Aber seht ihr. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Also das Level scrollt jetzt gerade selber. Jetzt bin ich da gegen diese Dinger ungefähr rangekommen. Ah, Entschuldigung, aber... Ah. Alter. Ich hoffe, es donnert übrigens gerade draußen. Ich habe gerade Gewitter hier draußen. Passt zu der Stimmung. Ich hoffe, also wenn es so ein bisschen rumpelt, das ist das Gewitter. So. Da abwarten. Guck doch mal, wie langsam der läuft, ey. Aber ich musste doch da springen. Und dann springt er gegen diese blöde Drohne. Also wenn ich denke, Dark Souls ist schwer, das ist einfach nur Scheiße. Boah, also heute ist wirklich Quälzig-Zeit. Ich werde nicht weit kommen. Ach, jetzt bin ich wieder. Ja, ich werde unkonzentriert gerade, weil ich mich gerade so aufrege. Ja, wieder Game Over. So, okay. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt noch einmal. Und dann, also es wird heute echt ein kurzer Ausflug, weil... Halleluja, ist das Spiel schwer. Und jetzt nicht im positiven Sinne, einfach frustrierend. Ne? Das Sprite ist zu langsam, zu groß. Ne? Und ist ja keine, also... Na komm. Also man kann natürlich nicht schräg laufen, ne? Klar. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich das bitteschön schaffen? Puh, weil ich kann ja nicht dagegen springen. Ich kann ja in dem Moment nicht springen. Und man mag ja sagen, okay, da hat er ja so angedeutet, irgendwie so eine Pistole da am Gürtel, ne? Was bin ich da wieder reingelaufen? Passt mal einmal kurz nicht auf. Boah! Dick. Ich gehe nach oben. Die Steuerung ist so hakelig. Also von der Technik her, mein Gott, ist okay, ne? Ich gucke mal. Ey. Also ich wusste, dass es nicht schön wird, ne? Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr verpasst vom Spiel auch nicht sehr wirklich viel. So. Ach, Steuerung ist einfach... Okay, ich spiele es am Emulator. Ich lasse es. Es ist einfach... Was soll das? Was soll das? Diese Spielautomaten waren auch nicht einfach, aber das ist ein Heimkonsolenport. Lieber Chriso. Ich glaube, so einen schlimmen Wunsch hatte ich noch lange nicht mehr. Aber trotzdem, falls ihr auch einen Wunsch haben solltet, einfach in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass das unterhaltungswertmäßig wenigstens etwas für euch tauglich war. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr vorhabt. Macht's gut. Ja, passt der Sound dazu übrigens.